So, also dann auch zu Maite. Nun ja, das wird eine kurze Reise. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten und ich habe mal was anderes versucht. Hört ihr es? Ich hoffe nicht. Ja, richtig, die Uhr ist weg. Es hat kein nerviges Ticken im Hintergrund mehr. So, testen wir es bestimmt. Und schon, dass das der Kopf gemacht, dass es uns begegnet. Und so ein Pfiffchen. Machen wir es auch kalt. Also, was ein paar Dinge ihr gehört habt, war noch so komisch draußen, versucht es auch erstmal rauszubekommen. Ich hoffe, es gelingt. Und ich hoffe, es liegt nicht davon an meiner Stimme. Oh, beziehungsweise hoffentlich liegt es an meiner Stimme. Muss ich dann einfach deutlicher reden? Ein Baumpel. Ja, irgendwie wechsle ich sehr schnell von einem Thema zum anderen. Aber wie gesagt, ich spiele mir jetzt ein paar Pokémon nebenbei und labere euch zu. Also, ja. Faden verloren. Ach, den kriege ich wieder rein. Also hier noch eine Tackle. Hätte ich eigentlich was anderes. Also, wegen der Sache mit dem Rauschen. Ich versuche so rauszubekommen, dürfte im Headset liegen, wegen den falschen Einstellungen. Ach, werde ich dann am Ende feststellen. Wo es liegt, einfach nur daran wegen vielleicht ein Dialekt, der ein bisschen was zerstört. Beziehungsweise Aussprache. Und Johnny ist Level 6. Ja, und 3 KP. Wow. Oh, ist das schon mal, also das ist völlig egal. Und Johnny hat eine Flame Shadow. Ach ja, Johnny haben wir uns ganz genau angesehen. Was hat er für ein Wesen? Was hat er überhaupt denn so? Also schau mal nach. Wasser, ein sachtes Wesen. Sacht war, oh, ich spiele zu viel auf Englisch. Sacht war ein plus Spezialverteidigung minus Angriff, minus Spezialangriff, oder? Passt mir jetzt nicht so ganz so in den Kram mit dem Moveset, den ich entwickeln wollte. Ach egal, jedenfalls wird Erdbeben nicht geschwächt. Das Sumpfigste später haben wird. Ja. Erstmal die hier ansprechen, die hier, den hier, der, die, das, wer weiß. Also, holen wir uns mal einen Trank. Ja, ich komme ja schon mit. Die ist im Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Ja. Hier, dies ist ein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Trank, sagen wir wieder einen Trank. Immer diese Tränke, Tränke, überall Tränke. Ah. Man glaubt es kaum, wie viele Tränke es in einem Spiel geben kann. Massenproduktion? Hätten sie auch ein bisschen gestalten können. Wie zum Beispiel in der Stellung von Meisterbällen, obwohl, nee. Hör sie den Meisterbälle doch drauf ein. Zitzachs! Ja, irgendwie war ich schon hier auf dem Thema Bowman stehen, also wegen Meisterbällen. Diese Massenproduktion, das ist ja ganz nett. Jedenfalls wäre es einfacher, den Pokémon zu fangen, aber nee, zu einfach. Okay, das, ja, springen wir erstmal. Ja, ich weiß, wo ich lang muss. Ich spiele ja nicht blind. Tun die das auch nicht. Und spielen habe ich mich nicht verlaufen. Glaubt es nicht. Das ist so alles, wie wir fahren können, dann, ach. Mein Real Life sich ein bisschen umsieht. Wer mich kennt, der weiß, was für ein Problem ich habe. Als Volltreffer, wie so cool, ich habe das ja nicht ausgemacht. Gehen wir dann gleich nochmal ins rote Gebäude rein. Das Villager Pokémon Center genannt wird. Bevor wir ihn ansprechen. Er weiß, was er macht. Was hat der Alte da gesagt? Der irgendwas mit Black Screen mit uns gemacht hat? Ach ja, besonders mit der Treff, sie erkennt, was ein Trainer ist. Also wie die da rumsteht, war nicht nichts Gutes. Also, ein danke, rosahaarige Frau. Schwester. Joy hat ja andere Haare, oder? Und, also, ja, die hat so Locken. Also, Zöpfe, in die richtige Erinnerung. Lange den Namen nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, zwei Staffeln. Ich mache schon mehr Schleichwerbung für andere Sachen. Ich spiele hier aus Maragd, das hat ja nur mit Maragd zu tun. So,
Zickzacks, hier springen wir, Johnny ist so langsam. Uns wird er sowieso noch von Heuler genervt und ich will die HP für die aufheben. Michael sagt, mal sehen, das Pokémon von 103 besitzt. Oh, hey, Latrio. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. So, unser allererster richtiger Trainerkampf. Das wird auf Pokémon ja eigentlich passieren. Pokémon großziehen und sie auf andere Leute lossetzen. Ja. Bloß die Gegner basteln sich für gewöhnlich mit anderen Pokémon. Ah ja, hier ist ihr Starter, ein Eckarbor. Oh, ich habe diesen Pokémon geliebt. Das erste Pokémon, was eigentlich je in einer Gefährt gehen, die ich gespielt habe. Ja. Ich würde dich mit momentan der englischen Aussprache. Also, wir bashen dieses Gigaboard doch locker weg, weil das, wir sind ein Level höher, wir sind, haben die größere Bulk. Und der Punkt scheint schwächer zu sein als Attacke. Boah, will ich mir das noch ein. Und Johnny hat 69 E-Punkte, Erfahrungspunkte. Also, was hier alles für Zahlen kommen, da kann man ja gleich zweideutig werden. Und Johnny erreicht Level 7, der Daudin. So, 2 KP plus. Angriffsschlag? Ich würde sagen, Angriffsschlag, ja, das gefällt mir doch. Ja, ich werde ein ganz spezielles etwas Johnny erstellen, wenn ich dann ein bisschen rumrate. Also hier, sie spricht wieder. Ah, oh, das war spitze. Also, du bist ein Naturtalent. Ja. Ja, ist so schön. Es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich allerdings. Nee, ins Kleingebirge, lass ich wieder bleiben. So, wir haben sie besiegt. War doch schön. Das erste richtige Trainer, wir haben sie weggehauen. Nun ja, ist doch was Schönes. Also, was hört ihr? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit sehr kurze Zeit. Und es mag dich bereits. Wir müssen es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Jetzt habe ich den ganzen Weg wieder zurückquatschen, oder was? Naja, ist auch drüber doch oft so. Gen 2 das gleiche. Gen 1 dürfte man auch zurückquatschen. Gen 4 muss man da irgendwo hinlassen. Nee, da muss man nicht zurück. Niemals zurück in die Anfangsstadt. Oder? Doch. Aber egal. Das erfahrt ihr bei einem anderen Let's Plays. Und Gen 5 war, glaube ich, die einzige Stadt, in der man nicht immer wie, in der man nicht am Anfang direkt ins Pokémon, zurück in die Anfangsstadt muss. Nachdem man einmal die Route verlassen hat. Da ging alles zack, zack. Und, naja, egal. Wir sind jetzt, wir sind da. So. Hallo Matthew. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super. Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir sehr lange bei meinen Forschungen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn die Namen da groß stehen. Es klingt super, wirklich so rausschreien, diese Namen. Macht doch gar keinen Sinn. Wieso haben sie das gemacht? Zu markieren? Geht noch Unterstriche. Obwohl, die werden auch nicht besser aussehen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Ja, mit dem Gekapo Level 5. Wenn man das Hytropie ebenfalls Level 5 erhalten hat, bedeutet das, die fängt nochmal von vorne an? Oder bedeutet das dann in einem Pokémon Level 5, dass man ein paar Minuten hat, schon so richtig guter Trainer ist? Obwohl, werden wir dann sehen. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Latrio erhält einen Pokédex. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nicht ohne ihn aus dem Haus. Aha. Tja, was ist, wenn sie mal vergisst? Ist er aufgeschmissen? Die Ecke gehen und heulen wahrscheinlich, sofern sie eine Ecke hat, hinten in irgendeinem kreisförmigen Raum ist. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon zu einem
Kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Sie hat ihn mich aber nur eins, gezeigt. Also würde ich doch sagen, die macht es hier zum zweiten Mal oder sowas. Oh, wow, Latrio. Jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll. Genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Pokébälle erhalten. Latrio packt Pokébälle in die Balltasche. Ja, das ist was Schönes. Das gab es in der Generation 1 nicht. Eine Balltasche. Das Einzige, was mir noch auf den Nerven gehen wird, wird wahrscheinlich deshalb das sein, damit mir die E-Sense die Netze blockiert. Aber zumindest habe ich eine schöne Auswahl. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ja. Wie gesagt, sie macht es zum zweiten Mal oder sie lautet scheiße. Ich haue mich wirklich überall um, so etwas. Denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit den Pokébällen. Ja. Dann gehen? Ja, gut. Tschüss. Geh mal. Da wird jetzt nicht gesagt, wo ich hin muss. Ja, geh mal raus. Okay. Warte, Blatrio. Blatrio. Hast du dich von schon Professor Eich, Entschuldigung, heißt ja Birk vorgestellt? Oh wow, was für ein hübsches Pokémon. Oh ja, Johnny ist hübsch. Zumindest als Rupi. Privat sage ich dazu mal gar nichts. Einfach nur deshalb geschlechtsbedingt und sexualitätsbedingt. Du hast es von Professor Birk gehalten. Toll! Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Ich sehe es aber nirgends. Und es ist nicht in einem Pokéball, wie kannst du wissen, damit es hübsch ist? Das war eigentlich sowieso gerade. Und wie sagt sie, damit es hübsch aussieht? Oh Gott. Ja. Hier, Liebling. Es wird ja eine Abenteuerreise in die Tour gedreht. Wie geschafft. Juhu! Jetzt darf ich B-Spam. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Radio zieht Turbo-Tritt an. Ja. Ja, er zieht sie an. Was mit den alten Schuhen? Oh, vor Barfuß. Na, Trio. Für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte den B-Knopf gedrückt. Wenn du diese Turbo-Treter anhast, um zu rennen. Schlüpfe in diese Turbo-Treter und erobere die Welt da draußen. Aha. So. Wir sollen jetzt mit ein paar Schuhen die Welt erobern. Ja, diese Welteroberungspläne dürften schief gehen. So, und hier sind wir die beiden Punktereien. Jetzt frage ich mich, kommt wieder irgendein Text von mir, den kein Mensch lesen kann? Außer die Leute da drin, die den Punkt genau verstehen, aber werden ja bloß nicht mehr gehen weiter. Sich vorzustellen, dass du nun dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Oh, schnappst du dir alles, Schatz. Ja. So ein Spruch aus der ersten Generation, wo man wirklich alle Pokémon fangen konnte. In Gen 2 war es auch noch möglich, aber Gen 3 wurde schwer mit den Events. Und ohne irgendeinen Bug mit Glitch, mit dem man die fangen konnte. Mew-Glitch, Celebi-Eye-Glitch, wie sie nicht alle heißen. Sowas gibt's hier drin nicht. Ich werde sowieso nicht alle fangen können, da ich nicht tauschen kann. Oh, das läuft ja fließend. Schön so. Sehen wir doch mal, was das ist. Eine Bombe. Nehmen wir mit. Wir nicht schaden können. Und wir suchen danach mal erstmal das Pokémon Center auf. Ein Volltreffer. Gut so, Johnny. Alter Haxer. Was zu sagen? Hallo. Sind dein Pokémon müde? Bring sie in ein Pokémon Center. Noch sagst du, gleich hier um die Ecke. Gibt es ein Pokémon Center? Kann es sein, damit die ersten zwei Routen da irgendwie nur so komische Tutorials waren? Also mir jetzt zwei Routen hatte ich nicht hier neben, sondern wieder oben. Beziehungsweise diese kleine Stadt hier, wo nichts von uns los ist. Also gehen wir erstmal heilen. Komm, Pokémon Center. Ja, nein, Pokémon machen wir wieder. Ja, das darfst du auch machen. Ja, ich gebe dir meine Pokémon, beziehungsweise mein Pokémon. Ich hab nur eins. Ja, ich danke auch. Probier jetzt einfach mal. Das würde ich nicht wörtlich zu wörtlich nehmen, das dürfte schief gehen. Ach ja.
Da kann ich halt ahnen. Hier auf dieser Route, ich gebe mal keinen Tipp.